Willkommen zurück zur kleinen Kräuter- und Blütenkunde von Kräuterblütenliebe. Vor uns seht ihr unser Liebstöckel, besser bekannt als Magikraut. Es wird auch als Nervenkräutlein oder Leberstockkraut bezeichnet. Erstmals wurde es erwähnt um 800 nach Christus in der Landesgüteverordnung Karls des Großen und es sollte gegen Hexen und schwarze Magie helfen. Ja, deshalb gehört es auch in das Kräuterensemble, welches an Maria Himmelfahrt in den Kirchen geweiht wurde. Am stärksten ist eigentlich der Brauchtum rund um die Liebe bekannt. In Böhmen zum Beispiel tragen bis heute die Mädels kleine Säckchen mit getrocknetem oder frischem Kraut um den Hals, um den perfekten Mann fürs Leben zu finden oder baden darin, um attraktiver zu wirken. Ja, unser Liebstöckel hat eine unglaubliche Heilkraft. Er wirkt krampflösend, entschlackend, entzündungshemmend. Er hilft bei Migräne. Er wirkt sich positiv auf Blase und Niere aus, bei chronischen Blasenentzündungen zum Beispiel, bei Nierengries oder bei Nierensteinen oder bei Wasseransammlungen im Knöchel und bei Verdauungsbeschwerden dann, warum er auch als Leberstockkraut betitelt wird, ist, weil er unserer Leber beim Abbau von Giftstoffen hilft. Und er wirkt sogar bei Sodbrennen. Also auf die Renni verzichten und einfach mal ein paar frische Blätter kauen. Ne? Versuch ist es auf jeden Fall wert. Er hilft sogar bei Rheuma, er hilft bei Gicht. Und ja, natürlich auch in der Küche als Würzmittel nicht wegzudenken. Was auch sehr gut ist, gerade in dieser Zeit, wo man wirklich Ruhe und Gelassenheit braucht, ist ein Liebstöckeltee. Und wie gesagt, ich finde, er ist für diese Zeit mega geeignet, weil ihr kennt das bestimmt, dass ihr in einem Netz voller Probleme gefangen seid und einfach strampelt und euch trotzdem wieder verheddert. Und unser Liebstock hat wirklich einen Wirkstoff in sich, der unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist zur Ruhe bringt und uns ein bisschen Gelassenheit schenkt. Ja, also ihr seht, ein ganz besonderer Begleiter. Habt noch einen schönen Tag. Bye, bye.